Wir haben uns hier auch vor Ort verschiedenen Flugwindkraftanlagenherstellern angeguckt. Warum wir uns für Enerkite entschieden haben, ist ganz klar der automatisierte Start und die automatisierte Landung, die wir für unsere Versorgungssicherheit brauchen. Ich habe vor 6 Jahren mit meiner Frau gemeinsam die Entscheidung getroffen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Zerspannungsbereich, drehen, fräsen, schleifen, eben für sehr viele unterschiedliche Branchen. Ja, so wie tausende Mittelständler in Deutschland haben wir als Zerspannungsbetrieb einen schon relevanten Stromverbrauch von nahezu 600.000 Kilowattstunden im Jahr. Der Verbrauch ist auch über den Tag verteilt mit einer Früh-, Spät- und automatisierten Nachtschicht relativ stabil. Das heißt, wir brauchen eine stabile Versorgung und zusätzlich eine preisstabile Versorgung. So wie viele haben wir natürlich auch PV auf unseren Dächern. Ist in der Nachtschicht eben schwierig, in der Spätschicht schwierig. Da haben wir nach einer Lösung gesucht, wie wir eben anders auch uns stabil versorgen können. Da sind Windräder, wir sind hier im Vogelsbergkreis umgeben von hunderten Windrädern. Die sind allerdings zu groß und letztendlich bin ich über einen Artikel in der VDI-Nachrichten dann darauf gestoßen, dass es eben Flugwindkraftanlagen mittlerweile gibt. Nachdem wir uns dann mit den verschiedenen Lösungen für Airborne Wind Energy beschäftigt haben und da auch die verschiedenen technischen Lösungen verglichen haben, bin ich schnell zu der Überzeugung gekommen, dass der automatisierte Start und die automatisierte Landung absolute Schlüsseltechnologien sind, um eine Eigenversorgung, so wie wir das bei uns planen, eben zu realisieren. Nachdem wir die Absichtserklärung gemeinsam zwischen Enerkite und Simon Kehl unterschrieben haben, haben wir als Simon Kehl uns die entsprechenden Flächen hier bei uns am Ort gesichert. Mit unserer Gemeinde die Kabeltrasse abgestimmt, wie wir unter Gemeindewegen letztendlich hier das Erdkabel zu uns ans Firmengelände bringen und stehen jetzt in den Startlöchern, um eine EK 100 hier bei unserem Standort aufzubauen. Wir sind als Simon Kehl stolz darauf, Teil von so einem innovativen Projekt zu sein, in die Umsetzung bringen von Flugwindkraftanlagen. Wir brauchen als Standort Deutschland eine versorgungssichere Lösung. Wir brauchen aber auch eine preisgünstige Lösung und das noch gepaart mit dem Aspekt, dass wir dann eben CO2-neutral arbeiten können, ist die Lösung, die es definitiv braucht.